Salut zusammen, im heutigen Tutorial geht es darum, ein PDF in ein JPEG umzuwandeln. Ich habe von einer Grafikabteilung ein PDF bekommen. Das PDF hat zwei Seiten. Das heisst, es gibt auch zwei JPEGs pro Seite, ein JPEG. Wir machen die Umwandlung, weil wir ein PDF zum Beispiel nicht auf Facebook oder Google Plus so können uploaden, brauchen wir ein JPEG daraus, dafür und das machen wir jetzt. Über die rechte Maustaste tue ich das PDF mal auf, öffne mit, nachher im Photoshop. Dann kommen wir in den PDF-Import-Dialog. Da ist die erste Seite ganz leicht blau umrandet, das heißt, die ist jetzt ausgewählt mit gedrückter Control oder beim Mac Command-Taste. Wähle jetzt die zweite Seite auch noch aus. Das kann ich da kontrollieren. Zwei von zwei Seiten ausgewählt und jetzt tue ich das auf. Das tut die beiden Seiten trennen in zwei Dokumente. Machen wir zuerst aus der Kartenvorderseite ein JPEG. Das sollten wir noch kehren, logischerweise über Bilddrehung 90 Grad im Uhrzeigersinn. Nachher über Bildgröße, tun wir das verkleinern. Nehmen wir jetzt da mal 800 Pixel. Das ist sicher vernünftig für nachher zum Beispiel ins Facebook hinein zu tun. Du das mal ein bisschen vergrößern da. Ich habe das Gefühl, das könnte man noch ein bisschen schärfer haben. Über Filter, Scharfzeichnungsfilter unscharf maskieren. Dann ich das ganz leicht nachschärfen. Stärke 100%, Radius 0,3, Schwellenwert 0. Das ist so ein Standardwert für nicht hochauflösende Bilder. Das denke ich eigentlich gar nicht so schlecht. Wenn ich da mit dem Handy reinklicke und die linke Maustaste Pauten, drückt Pauten, sehe ich vorher, wenn ich sie wieder loslasse, nachher. Ja, das ist gut so. Dann sagen wir okay. Wir haben hier nur eine Ebene 1, das ist normal, wenn man ein PDF importiert. Ich mache da noch rasch einen Hintergrund, auch wenn ich dazu. Also draus, nicht dazu. Und über Datei für Web speichern, tue ich das nachher speichern. 89 Kilo wird das jetzt in einer Qualität von 100%. Das finde ich vernünftig. Dort schauen, dass da JPEG eingestellt ist. Dann das speichern. Jetzt geben wir dem so einen sinnigen Namen. Zum Beispiel Vernissage M-Art. Oh, das ist falsch geschrieben gewesen, natürlich. M-Art. So. Und No Blick, das ist der Ausstellungstitel. Dort schauen, dass ihr nur Underline und Bindestriche braucht. Also, ja, kein Punkt zum Beispiel. Das ist ganz schlecht. Oder sonstige Sonderzeichen. Wir das mal speichern. Dann tun wir das zu, da hier. Das brauchen wir nicht mehr. Ich tue hier die Änderungen nicht speichern. Also, wir haben sie ja schon abgespeichert. Das ist die Rückseite von der Karte. Das gibt auch noch ein JPEG. Da sehen wir jetzt deutlich, dass wir da eine Ebene 1 haben, also eine Hintergrundebene. Das PDF wird ja eigentlich als Druckvorlage gebraucht. Und wenn es auf ein weißes Papier, tut man das Weiß in dem Sinn nicht mitliefern einem Drucker. Das tun wir jetzt auch wieder ändern, über Ebene auf Hintergrundebene reduzieren. Dann haben wir den weißen Hintergrund. Bildgröße, ich nehme jetzt hier 960 Pixel breit. Das kann ich ein bisschen aufvergrößern, so 100% ist nicht ein schlechter Wert, sicher, um das zu kontrollieren. Und tue jetzt über Filter, da kann ich jetzt den obersten Filter anwählen. Das ist immer der letzte aktive Filter, wird hier gespeichert. Und dann werden die gleichen Werte, wie wir vorher gebraucht haben, auch über das Bild hier drüber gelegt. Das sieht vernünftig aus. Über Datei für Web speichern, immer auch das speichern. Geben wir ihm auch wieder einen Titel. Vernissage. Das ist dann die Autovervollständigung, die da schon kommt. Da könnt ihr mit den Pfeiltasten abklicken. Dann tut es mich das einfüllen. Jetzt dürft ihr aber noch nicht Enter drücken. Jetzt gehen wir mit der Pfeiltaste gegen links ein bisschen rüber. Und sage dem zum Beispiel Blick, Underline noch 2. Haben wir das gespeichert mit zwei verschiedenen Namen. Tue das zu, auch ohne speichern noch einmal. Jetzt bin ich wieder im Bridge. Wir sehen, was jetzt passiert ist. Wir haben immer noch unser PDF.
von immer noch beide Seiten hat, logischerweise. Wir sehen aber auch, wir haben die Vorderseite in ein JPEG umgewandelt und wir haben auch die Rückseite in ein JPEG umgewandelt. Die beiden, Vorder- und Rückseite, als JPEG können wir jetzt brauchen, für im Internet unsere Ausstellung zu bewerben. Wir hoffen, dass wir in der Vernissage vom 20. Juni möglichst viele kunstinteressierte Leute haben, die uns besuchen können oder die Ausstellung sonst anschauen. Sie läuft bis zum 21. Juni im Shoppiland Schönbühl. Merci für zuzuschauen. Ich wünsche euch viel Spass beim Umwandeln von PDF in JPEG.